Tor fette V3++ bekommen und da treten wir mal aufs Gas. Auch da ein bisschen Temperatur, geht jetzt ein bisschen, ne? Und dann fangen wir mal an. Das geht aber klar. Meine Lieben, wir sitzen im Cupra Formentor. Wir sind euch ja noch ein paar Fahrvideos schuldig, damit ihr mal guckt, wie das auch aus dem Innenraum klingt. Das machen wir jetzt mal. Also das Fahrzeug hat keine ASR-Steuerung, ist aber in dem Fall jetzt nicht tragisch, weil es doch auch schon ganz schön laut ist. Deswegen fahren wir jetzt im Cupra-Modus und sind gleich mal aus der Ortschaft raus. Gucken dann mal ein bisschen, wie das drin klingt im Fahrzeug. Dann gibt es gleich noch einen kleinen Eindruck von draußen. Also das Fahrzeug hat im geschlossenen Zustand die seriennahe V1, im geöffneten Zustand natürlich die standesgemäße V3 mit ein bisschen mehr, so wie sich das gehört. Und dann schauen wir gleich mal, wie das von innen klingt. Aber wir sind ja guter Dinge. Schauen wir mal, wir sind im zweiten und dann gucken wir mal, was da kommt. Ich denke mal, da kann man was mit anfangen, oder? So von innen. Das dürft ihr gleich nochmal von außen hören. Aber das ist schon schick. Gleich gibt es die Fahraufnahmen von außen.